Es ist wieder soweit. Eine Woche ist rum und auch heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema, das uns mehr oder weniger den größten Teil des Lebens begleitet. Nämlich die Frage, wie will ich meine Brötchen verdienen und hoffentlich macht mir das auch Spaß. Um diese Frage zu klären, waren wir schon in Prüm bei Thome Bormann, in Speicher bei Industriebau Seitz und vergangene Woche in Arzfeld bei Zahnentechnik. Und heute? Ja, heute geht's in eine ganz andere Ecke der Eifel, nämlich nach Bleialf. Dort stehen die Schreinerwerkstätten der Familie Michels. Ja, wir feiern dieses Jahr unser 90-jähriges Bestehen. Das heißt also quasi 1929 wurde damals im Ortskern noch selber von meinem Opa Hans Georg die Schreinerei Michels gegründet. Und die ist auch ganz klein im Ortskern geblieben. Irgendwann kam mein Vater dazu. Und 1978 hat mein Vater die Schreinerei von meinem Opa übernommen. Aus gesundheitlichen Gründen, damals mit genau 3 Angestellten. Er hat dann das Unternehmen weiterentwickelt, vergrößert, dass wir 1994 auf einem Mitarbeiterstamm von 14 Mitarbeitern waren, wo auch schon 2-3 Mal vergrößert wurde im Ortskern. Und da kam dann die Entscheidung, weil wir an die Grenzen gestoßen sind, von der Produktion auszusiedeln, hier runter an den alten Bahnhof. So, heutzutage haben wir 47 Angestellte insgesamt, haben noch ein Möbelhaus dazu. Natürlich sind wir da schon exponentiell noch mal deutlich größer geworden. Haben jetzt aber auch eine Größe erreicht, wo ich langsam sage, es reicht. Ne? Viele Köpfe wollen auch immer alle glücklich gemacht werden. Wo Glück ist, da ist auch Unglück nicht weit weg. Vor ein paar Jahren gab es einen schweren Zwischenfall. Plötzlich brannte es in der Schreinerei. Es war ein Riesenschock. Also mein Vater war zu der Zeit im Kurzurlaub gewesen und ich habe das gar nicht selber mitbekommen. Und nachts um 4 Uhr wurde Brand gemeldet, wie ich später erfahren habe. Und ich habe gar keinen Feuerwehralarm mit zu Hause vernommen. Ich wohne ja auch selber hier im Ort. Und irgendwann stand mein Schwiegervater auf der Tür, hatte Tränen in den Augen, also hat Sturm geklingelt. War ja noch nachts gewesen quasi, die Schreinerei wird brennen. Und meine erste Reaktion war, du willst mich verarschen auf Deutsch. Und da bin ich, glaube ich, so schnell wie noch nie in meinem Leben hier unten gewesen. Und das war ein Chaos, was habe ich gesehen. Also die Feuerwehr, ich meine 150 Feuerwehrleute, die Türen waren aufgebrochen gewesen. Das Feuer schlug aus der Decke raus. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Ich stand da, ich bin erstmal in wirklich in Tränen ausgebrochen. Ich war einfach hilflos gewesen. Aber die Not macht, wie sie das eben immer tut, sehr erfinderisch. Schnell gab es einen Ausweichplan. Der hieß Eifelwerke Uetfeld. Und da sind wir mit Sack und Pack, mit allem, was da war, darüber gezogen. Haben Lackierräume gebaut, haben Absaugungen errichtet, also wie eine richtige Schreinerei. Und wir waren nach 8 Wochen wieder komplett am Produzieren gewesen. Es war ein riesen Kraftaufwand erstmal gewesen, nur für wieder alles in Gang zu bringen. Und das fiel auch leider in die Urlaubszeit rein, aber das ist auch unsere tolle Belegschaft, die keinen Urlaub gebucht haben, die haben auch sofort storniert, die waren auch Gewehr bei Fuß und haben geholfen. Genau ein Jahr nach dem Brand konnte Familie Michels mit Belegschaft dann wieder nach Bleialf zurückziehen. Und dort geht es nach wie vor um eines. Wir machen Kunden glücklich. Ja, also wir sind halt wirklich die Schreinerei, die noch wirklich alles produziert. Also wir sind jetzt nicht spezialisiert. Es gibt halt viele Schreinereien, die machen nur noch Treppen, nur noch Fenster oder nur noch Möbel. Messebau. Und bei uns kann man wirklich alles noch aus einer Hand bekommen. Wir haben einen Kooperationspartner, Da Vinci Haus. Die Häuser kennt man vielleicht, das ist ein Holzständerwerkhaus. Das ist ganz toll vom Design, das sind wirklich Designhäuser. Und für unseren Kooperationspartner alleine fertigen alle Haustüren, alle Zimmertüren, alle Treppen, alle Hebeschiebeanlagen an. Dazu kommen noch diverse Galeriegelände und so weiter. Und die Kunden, die sich für Da Vinci Haus entscheiden, die meisten, die entscheiden sich dann auch für uns die Möbelanrichtung zu kriegen. Also da ist schon eine tolle Synergie am Gang, wo wir dann auch Küchen bauen, Badezimmermöbel, Garderoben, Schlafzimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und wir haben aber auch Objektbereiche wie Krankenhäuser, wo wir große Objektabwicklungen machen. Uns sind einfach keine Grenzen gesetzt, sage ich mal so schön, weil wir wirklich für jeden Kunden individuell eingehen und für ihn planen. Und planen kann man viel, gerade wenn es so viele schöne Materialien und Oberflächen und Farben gibt. Bestes Beispiel ist da wohl die Küche, beziehungsweise die Traumküche. Und die kann man sich bei Best Interieur ansehen, wenn man sie sich nicht direkt vorstellen kann auf der Zeichnung.
Best Interieur ist der hauseigene Ausstellungsraum, wenn man so will. Ein eigenes Gebäude unweit der Schreinerei, voll schöner Möbel und Wohnzimmer und Schlafzimmer und Bäder und eben Küchen. Wir sind also in dem Thema Küche aus eigener Produktion oder Küche aus zugekaufter Industrieproduktion sehr breit aufgestellt. Das haben wir hier mit dieser Showinsel demonstriert, wo Sie alleine 27 verschiedene Korpusmöglichkeiten sehen. Ein normaler Küchenproduzent hat immer innen drin eine weiße Küche und außen gibt es ein paar Farben. Hier haben wir das innen wie außen als durchgängiges Farbkonzept. Und dazu dann die verschiedenen Frontarten durch die Materialserien von Lack, Kunststoff, HPL, Schichtstoff und Touchfree-Oberflächen bis hin zu Holz, was wir eben gesehen haben, wo wir uns da bewegen können. Da gehören natürlich dann noch verschiedene Applikationen an Griffen dazu oder Grifflos-Küchen, wie es heute sehr oft üblich ist. Und auch da haben wir nicht nur die Standardware, sondern auch verschiedenste Möglichkeiten per Tip-On, per Elektronik und all das, was heute der Markt verlangt. Oh, hier bleiben wir noch einen kurzen Moment. Stellen wir uns doch eine Küche zusammen. Wie gehen wir vor? Es soll grundsätzlich eine helle Küche sein und wird eventuell mit einer Holzfarbe, mit ein paar charakteristischen Eigenschaften zusammengelegt. Und dann bestimmt man die dazugehörige Arbeitsplatte. Zum Beispiel jetzt mal sowas Schwarzes hier. Also sagt, damit kriegt man den Kontrast hin und macht irgendeine sehr wertige Zusammenstellung, wo man auch auf Langlebigkeit und gute Pflegeeigenschaften Wert legt. Sehr schön. Und welche Griffe dazu? Also sagt, wenn man einen Bügelgriff macht, dass man halt eben irgendwo sagt, so könnte das aussehen, wenn man mal nicht den typischen Edelstahlgriff nimmt. Dazu eine Dunstabzugshaube mit Lautsprecherboxen und eleganter Rauf-Runter-Funktion per Fernbedienung gefällig? Was man in einer Küche alles machen kann, installieren kann, planen kann, das weiß eine weitere Michels. Eva Michels ist hier bei Best Interieur Küchen- und Möbelplanerin. Meine Hauptaufgabe ist hauptsächlich Küchenplan, aber natürlich bedient nebenbei noch den Verkauf von den anderen Einrichtungsgegenständen wie Sofas, Tische, alles. Also Hauptinneneinrichterin könnte man sagen. Inneneinrichter ist einer der Traumjobs in Deutschland. Eva Michels verwirklicht Wohnwünsche per Klick und Maß. Ja, Grundrisspläne muss man natürlich verstehen können. Die Maße, was ist Bedeutung, Brüstungshöhe etc. Man muss das schon verstehen können, auch die einzelnen Elektrozeichnungen, die vielleicht schon drin sind, aber das lernt man alles. Ein bisschen kompliziert klingt das aber schon, oder? Das geht eigentlich ganz schnell. Wenn man halt die Grundlagen kennt von der Materialkunde, dann ist es einmal das Programm noch erlernen und man hat Kataloge, wo man eigentlich alles ganz einfach von der Picke auf lernen kann. Ist also ganz einfach. Viel Planung am Computer gehört auch zu den Aufgaben der Schreinermeister in der Werkstatt. Also grundsätzlich ist die Arbeit in der Schreinerei eigentlich ja gerade in den, sag ich mal, in den weitergebildeten Positionen wie Meister oder Techniker natürlich dann in der Werkstatt nicht mehr so präsent. Also man würde eher sagen, die Arbeiten sind meistens im Büro oder zum Aufmaß oder bei einer Kundenabwicklung, Kundengespräche. Unten in der Werkstatt selbst findet dann die wahre Magie statt. Hier dürfen zahlreiche Mitarbeiter mit dem wunderbaren Material Holz arbeiten. Davon gibt es die unterschiedlichsten Sorten und die unterschiedlichsten Umsetzungen. Jedes Projekt ist anders, egal ob es ein prestigeträchtiges oder ein privates ist. Ja, natürlich so im Objektbereich. Wir haben Krankenhaus Düren, haben wir Stationen gebaut. Die haben den höchsten Wertigkeitsgrad in Deutschland gekriegt. Also sie können ganz toll abbrechen, auch für sich die Zimmer. Da wurde mit ganz tollen LED-Lichtrückwänden gemacht und mit vielen runden Formen gearbeitet. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Ne? Beispiel. Aber auch es gibt diverse ganz kleine Projekte, einfach wo ein Privatkunde einen ganz tollen Tisch haben wollte, man wirklich selber nochmal raus auf die Holzwerke gefahren sind, Holz aussuchen und so weiter. Das lässt das Herz auch aufleben. Ne? Arbeiten hier macht zum Beispiel den Azubis großen Spaß. Kein Projekt gleich dem anderen. Fließbandarbeit finden wir hier nirgends.
dadurch, dass wir halt aber auch so breit aufgestellt sind, sind unwahrscheinlich vielseitig und abwechslungsreich. Das heißt, die Jungs, die bei uns die Ausbildung machen, die werden mit Sicherheit viel mehr Einblicke in die verschiedenen Schreinerbereiche kriegen, als in anderen Firmen, wo ich halt nur spezialisiert um meine Sache gekümmert wird. Um als Schreiner-Azubi etwa einen Platz in den Schreinerwerkstätten hier in Bleialf zu finden, braucht es nicht in erster Linie ausschließlich Einsen im Zeugnis. Na, natürlich sollten die Azubis Pünktlichkeit, Sauberkeit natürlich in sich haben, räumliches Vorstellungsvermögen, sollten in Mathematik auch doch ein bisschen bewandert sein und halt auch Fingerfertigkeiten einfach im Umgang mit Werkzeugen. Ja. Und sollen halt auch offen sein, dass ich lege halt viel Wert auf dieses Teamplay. Und wenn einer ganz schüchtern immer zurückhalten ist, ist das unwahrscheinlich schwer, den sauber zu integrieren in so einem Betrieb. Ne? Manche tun es damit ganz einfach, manche schwerer. Mir helfen natürlich auch und probieren da zu führen. Aber am liebsten ist natürlich einer, der richtig schön offen ist für alles und auch alles selbst für sich wahrnimmt und aufsaugt. Aha, da haben wir es doch wieder. Eine bessere Überleitung gibt es ja wohl kaum. Denn auch heute werden wir wieder unterstützt von ein paar neugierigen Jungs und Mädels oder eher Mädel. Heute sind wir nur zu dritt, aber das macht ja nichts. Dabei sind heute wieder Julia aus Brumm, Lars aus Gerolstein und der Ruben aus Niederstede. Die drei blicken heute stellvertretend für alle Interessierten in den Betrieb der Familie Michels und fragen, was sie wissen wollen. Ja, hallo. Hallo. Grüßt euch. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich schon darauf, euch den Beruf des Schreiners ein bisschen näher zu bringen und das komplette Portfolio, was dazugehört. Weil das Bild des Schreiners im klassischen Sinne gibt es nicht mehr. Also wer mit Meister Eder hier rechnet, der wird sich gleich wundern, nehme ich mal an. Also dann starten wir jetzt mit unserer Showrunde in der Produktion, dass ihr mal seht, was hier so los ist. Ja, los geht's. Ja genau, hier in der Produktion gibt es so manch auskunftsfreudigen und kompetenten Menschen, wie zum Beispiel den Dominik, der hier in der Schreinerei Michels eine Ausbildung zum Schreiner macht. Ja, hier ist der Dominik, er ist Auszubildender bei uns im ersten Lehrjahr. Warum und wieso er sich für den Schreiner entschieden hat und warum es auch so ein toller Beruf ist, das kann er euch vielleicht am besten selber erzählen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihn gerne stellen. Nichts leichter als das. Das haben unsere Praktikanten für einen Tag ja prima drauf. Was machst du denn gerade? Ich mache hier gerade Fensterrahmen. Zuerst schleift man die, also hier drinnen. Da, wo man das sieht, sozusagen, wenn man das Fenster aufmacht, sieht man natürlich die Seite und die Seite am besten. Und hier sind jeweils die Topbohren, da kommen Topbänder rein. Und danach, wenn ich das fertig geschliffen habe, kommt das hinten zu unserem Lackierer. Ist das denn jetzt mehr handwerkliche Arbeit oder mehr Maschinenarbeit? Also arbeitet man mit Maschinen oder mit den Händen? Die Arbeit hier ist teils, teils. Also heutzutage kommt man nicht mehr ohne Maschinen aus. Aber es wird halt auch noch viel, viel handwerklich gemacht. Also ist jetzt, Tischlerhandwerk ist jetzt nicht so gleich mit dem Holzmechaniker. Die arbeiten jetzt zum Beispiel nur an Maschinen. Warum arbeitest du denn mit Holz und nicht irgendwie mit Metall oder so? Was interessiert dich an Holz so besonders? Ja, Holz ist ein sehr, sehr schönes Werkstoff. Schöner als Metall, finde ich. Es ist besonders der Geruch. Jedes Holz riecht anders. Und ist wahrscheinlich auch durch meinen Vater. Also, er ist selber Tischler und hat das. Das kommt, glaube ich, durch die Familie. Jeder ist bei uns irgendwie Tischler. Es gibt doch so viele Berufe, die mit Holz zu tun haben. Warum dann genau dieser Beruf? Warum genau Tischler? Er ist wirklich sehr abwechslungsreich. Also du arbeitest an Maschinen, du arbeitest handwerklich, kannst aber auch, fährst auch viel auf Montagen. Also ich war jetzt zum Beispiel schon in der Schweiz Küchen aufbauen. Also ich war schon wirklich viel unterwegs. Also das ist das Schöne am Tischlerhandwerk. In der Firma, draußen, also auf jeden Fall viel Abwechslung. Viel Abwechslung, gutes Stichwort. Der Dominik hat hier ja noch ein bisschen was zu tun, also schauen wir doch mal zu einem anderen jungen Menschen, der hier in der Halle die Ausbildung zum Schreiner macht, vielmehr zur Schreinerin. Also hier ist die Celine, sie ist wieder Dominik, mit dem er gerade gesprochen hat im ersten Lehrjahr.
Sie ist ein Mädel, das sich gewagt hat, den Schreiner zu machen. Und ich nehme an, ihr macht es sehr, sehr viel Spaß. Aber dazu kann sie euch auch selber etwas erzählen. Ich bin Celine, ich bin Schreiner, Azubi im ersten Lehrjahr. Ja, ich bin 23 Jahre alt und ja, macht mir sehr viel Spaß. Es ist ja kein typischer Mädchenberuf. Macht dir denn Spaß oder wie kommst du denn überhaupt darauf, diesen Beruf nachzugehen? Ja, es ist kein typischer Mädchenberuf, aber es kommen immer mehr Frauen, die wollen Schreiner werden. In meiner Familie bin ich jetzt die in der 5. Generation, die Schreiner lernt und ja, Schreinergeselle dann ist. Und was machst du da gerade? Was ist das? Ich streiche jetzt zum letzten Mal die Geländer. Dann sind die fertig, so wie dort hinten zu sehen. Und dann werden die danach eingepackt. Also ihr riecht ja schon sehr nach der Farbe. Wenn man hier ein paar Stunden steht, wird es einem dann auch schummrig davon, oder? Nee, eigentlich nicht. Man gewöhnt sich dran. Und wir haben ja hier noch ein Fenster auf, also kommt immer noch ein bisschen frische Luft rein. Was machst du am liebsten an deinem Beruf? Also ich baue am liebsten Möbel zusammen und streiche natürlich auch, weil entspannt. Und die Möbel, dann sieht man halt, was man fertig gebaut hat und so wie es nachher bei den Kunden auch aussehen soll. Aha, da haben wir es wieder. Also Schreiner ist wohl so ein Familiending. Können übrigens aber auch Leute, die keine Tischler als Vorfahren haben, machen. Schön geschmeidig macht die Celine hier weiter und wir schlittern ein paar Meter weiter. Hier in der Halle der Schreinerei Michels stehen ein Haufen moderner Maschinen, die alle die Arbeit enorm erleichtern. Hier fängt eigentlich alles an, was mit unserer Schreinerei zu tun hat. Weil hier wird das Material angeliefert, was man braucht, das Rohmaterial, das wir dann weiterverarbeiten. Ja? Dazu haben wir hier investiert und haben ein automatisches Plattenlager besorgt. Bei diesem Plattenlager werden die Platten hier hinten angeliefert, werden in diesen Einlagerungsboxen parat gelegt. Unser Mitarbeiter, beziehungsweise ich jetzt, sagt dem Roboter, Achtung, das Plattenmaterial kommt. Und der nimmt es dann weg und verfährt das in dieses Lagersystem hinein. Schleppen gibt es hier nur selten. Die Platten kommen direkt an der Säge an, die natürlich auch mehr kann als nur sägen. Es kann aber auch Einbausituationen geben, wo sowas auf 45 Grad zum Beispiel geschnitten wird, weil ein anderes Teil dann auch wieder so angefügt wird, dass man nur hier oben eine ganz schmale Fuge hat. Diese Schnitte können wir alle komplett hier auf der Säge machen. Lars ist beeindruckt. Nach dem Schneiden kommt dann übrigens als nächster Schritt das Anleimen von Kanten. Das wird an dieser Maschine gemacht. Habt ihr aber den Erwin hier, der kann euch gerne ein bisschen was zu dieser Maschine erzählen. Wenn ihr Fragen habt, ruhig fragen. Wie der Stefan schon sagte, die Maschine, da können wir Kanten, Anleimer in verschiedenen Breiten, Dicken auffahren. Wir können Radien anfahren, wir können Phasen können wir machen. Wie hat man das gemacht, bevor sie dieses Monster hier hatten? Ja, dann wurden die Kanten halt entweder mit Leim angebracht und dann von Hand mit Oberfräse oder mit Stecheisen beigearbeitet. Ja, es ist ja dann schon eine extreme Erleichterung mit der Maschine dann zu früher. Ja, weil die nimmt uns schon einige Arbeitsgänge, die sie direkt auf einmal ausführt, ab. Alles klar, und was passiert als nächstes? Natürlich müssen in die meisten Bretter und Platten auch irgendwo Löcher rein oder ähnliches. Dafür gibt's, wie sollte es anders sein, auch große Maschinen. Andreas, der Maschinist, weiß bestens Bescheid. Hallo, ich bediene die zwei CNC-Maschinen. Auf dieser Maschine machen wir nur Schränke, anders kann der auch nicht viel. Bei der anderen haben wir die große Maschine. Hier werden also Loch eingebohrt, Dübellöcher gebohrt, Verbinder eingebohrt und Nuten für die Rückwände alle gemacht. Ohne großes Zutun macht die Maschine nach Programmierung das, was sie soll. Genauso wie die CNC-Maschine, mit der man beispielsweise ganze Treppen bauen kann. Die Blei-Alver-Schreinerwerkstätten sind hochmodern, egal wo man hinguckt. Und dann, ganz zum Schluss, dann wird natürlich zusammengebaut. Das ist natürlich jetzt alles nur ein sehr oberflächlicher Einblick. Die Schreinerei kann natürlich noch viel mehr, aber die kurze Zeit erlaubt uns nur ein paar wenige Schritte zu entdecken. Auch wird es langsam ein wenig laut. Bevor es weitergeht, helfen unsere drei noch ein wenig. Was passiert, wenn zum Schluss jetzt ein Kratzer reinkommt? Wenn jetzt zum Schluss ein Kratzer reinkommt,
werden wir dieses Möbelteil nicht ausliefern. Da gehen wir erstmal hin und müssen wieder von ganz vorne anfangen, die Platte zuschneiden, die Kanten, mit der CNC-Fräse alle Fräsung machen und wieder hier anliefern. Das wollen wir jetzt lieber nicht riskieren, daher verdrücken wir uns mal langsam raus. Also, hier ist unser Hauptlackraum. Ja. Hier wird alles lackiert, Oberflächen fertig gemacht, was für den Innenbereich, wo es auch qualitativ sehr hochwertige Oberflächen ankommt, das wird alles hier in diesem Bereich gemacht. Der Lackierer steht bei seiner Arbeit vor einer riesigen Absauganlage. Dabei bekommt er permanent Frischluft zugeblasen. Interessant, nie sowas gesehen. Im Grunde kennen wir ja nur fertige Möbel und Schränke und Küchen. Nun, wie wir bereits wissen, zeigt die Schreinerei bei Best Interieur auf wunderbar anschauliche Weise, was in der Schreinerei ein paar Meter weiter alles produziert werden kann. Hier treffen wir auch wieder auf ein vertrautes Gesicht. Ich bin Inneneinrichterin, ich kümmere mich hier hauptsächlich um die Küchenplanung. Wie ihr seht, ist sehr komplex, also man muss an den Kunden den Wunsch anpassen, an den Raum. Und dann gibt es unterschiedliche Materialien etc. Also man muss ganz individuell mit jedem Kunden planen, die Küche. Fahren Sie auch zu dem Kunden dann persönlich hin? Genau. Wenn es soweit ist, dass der Grundplan der Küche steht, wird dahin gefahren, aufgemessen, damit auch alles stimmt und die Küche auch wirklich in den Raum am Ende hineinpasst. Aber auch so zur Beratung, wie jetzt welche Küche jetzt da reinpassen würde in den Raum? In der Regel kommen die erst hin, weil wir hier die große Auswahl, Farbauswahl als haben. Das heißt, die Kunden kommen hier mit ihrem Grundrissplan. Wir stellen was zusammen. Manche bringen auch Fotos mit, wenn die spezielle Einrichtungsgegenstände haben, die mit in die Küche integriert werden sollen. Aber die ersten Planungsgespräche finden noch immer hier im Hause statt. Was für eine Ausbildung macht man denn für den Beruf? Also ich habe jetzt auf der Möbelfachschule in Köln gelernt. Und zwar kann man da zum Beispiel nach der Realschule oder so die kaufmännische Assistentenlaufbahn durchlaufen, da macht man Fachabi, aber gleichzeitig hat man auch Fächer wie Küchentechnik, Gestaltung, Möbelfachkunde, wo man dann spezifisch schon lernt, was die Materialien hier so ausmacht. Also man kriegt schon Fachkenntnisse. Wenn man möchte, kann man dann noch Küchenplanerin oder Einrichtungsfachberaterin dort weiter studieren. Und ja, dann ist man eigentlich schon fast fit für den Beruf. Und was fasziniert Sie so an diesem Beruf? Was ist da Ihre Faszination? Also mich haben ja Möbel schon immer interessiert, die ganze Einrichtung. Und jede Küche ist halt anders, jeder Kunde ist anders. Das heißt, ich plane zwar immer Küchen, aber jede Küche ist anders. Das heißt, es ist immer was Neues, weil ich begegne immer neuen Leuten. Und das macht mir am meisten Spaß. Und die Küchenwelt entwickelt sich weiter. Das heißt, jedes Jahr gibt es Neuerungen. Also es ist nicht ein eintöniger Beruf. Was war die teuerste Küche, die ihr hier hergestellt oder verkauft habt? Oh, die teuerste weiß ich jetzt nicht im Prinzip, aber sagen wir, die teuersten liegen zwischen 60 oder 70.000 dann schon. Das sind meistens dann aber auch die Küchen, die Kunden, wo die dann hinter der Küche noch eine Küche haben, oh. Um die zu machen. Ja, aber die Regel... Fälle sind das nicht, das sind eher die Ausnahmen. Eine Küche hinter der Küche, also eine Küche zum Herzeigen und eine zum Benutzen? Nun klar, bei so edlen Oberflächen hat bestimmt der ein oder andere etwas Skrupel, die Küche auch zum Schnibbeln und Kochen und Essen zu benutzen. Hier gibt es aber auch so viele tolle Gadgets, wie es heutzutage so schön heißt. Da schau ich mal hinten dieses Garderobenteil an. Ich hab gerade schon ganz schön besoffen. Ui. Ich hab gesehen, ja. Man kann ja auch mal um die Ecke denken. Ja. Nee, ich wollte was viel cooleres zeigen. Wenn du jetzt mal kommst. Rein. Jetzt kommt wieder raus, ja. Also, man muss zweimal klopfen, damit die Spülmaschine. Also, mal gucken, ob jemand da ist. Zweimal klopfen. Wow, hier ist nichts mehr mit Ziehen und Schieben und Fummeln. Nee, du stellst den Mann her. Zweimal, einfach oben. Schau. Guck mal, das klappt sogar besser als ich. Da kommt direkt raus das bei dir. Kann man das einfach so dann aufziehen, oder? Einmal aufziehen, damit der rausfährt, der ist aufdrückt. Genau. Wow. Obwohl, bei so tollen Spielereien, da ist man schon viel am Fummeln. Macht aber auch so viel Spaß. Na gut, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Es gibt viele Eindrücke zu verarbeiten. Fix und alle sind unsere jungen Besucher. War sehr interessanter Tag heute. Ja, also man hat viel mehr gesehen, als ich dachte. Also man kann viel mehr mit Holz machen, als ich zum Beispiel gedacht habe.
Und also ich dachte jetzt so, dass man das mal altmodisch mit den Händen alles macht, obwohl man 1000 Maschinen dafür hat, die das für einen erledigen, dass dann auch schneller gemacht wird. Ich fand es heute sehr schön, man hat viel gesehen, vor allem auch die Maschinen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Schreiner so modern, sage ich mal, schon ist. Und jetzt auch im Ausstellungsraum hier zu sehen, wie genau das alles gemacht wird, wie gut das am Ende alles aussieht und wie vielseitig der Beruf auch ist, ist schon erstaunlich. Also, ich denke, als erstes erzählt zu Hause werde ich über die Küchen. Ich fand, die sind am spektakulärsten, wie diese Systeme da funktionieren, wie hochmodern das schon alles ist. Aber auch die Schreinerei, die ist ja auch nicht von gestern, die ist auch hochmodern. Also das hätte ich nicht erwartet, dass das dort so fortgeschritten ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass das noch mit Werkbänken überall oder was auch immer, aber das hat meine Erwartungen übertroffen. Übertroffen? Na siehste, Mission erfüllt, so soll's doch sein. Schreiner ist nicht alleine nur schleppen und hobeln. Nein, in der Schreinerei Michels in Bleialf geht's hochmodern zu. Ich fand es selber sehr, sehr interessant. Ich finde es auch ein tolles Thema, dieses Eifeljobstars, dass wirklich mal junge Menschen in die Betriebe reingehen und wirklich mal das richtig nahegebracht kriegen, was auch so wirklich passiert. Weil viele haben wirklich einen verkehrten Eindruck, ein falsches Bild einfach, weil sie gar nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert. Und es waren auch jetzt sehr wissbegierige Jungs und Mädels, da hat das auch Spaß gemacht. Ne? Und heutzutage, ich finde es auch sehr wichtig, in den Medien da so präsent zu sein, weil die ganze Jugend heutzutage da sehr stark im Internet vertreten ist, sich das anguckt. Und ich sehe das schon für sehr sinnig an, dieses ganze Thema Eifeljobstars. Oh, danke schön. Das nehmen wir als Kompliment sehr gerne an. Genau das war auch unser Gedanke, Jugendlichen zu zeigen, wie ein bestimmter Beruf wirklich aussieht, denn oft steckt viel Vorurteil hinter der Berufswahl. Doch in der Eifel gibt es, wie vorgestellt, mindestens 4 sehr moderne und erfolgreiche Unternehmen, die erstens gute neue Leute suchen, für die sie zweitens auch viel bieten. Oft gibt es nämlich noch mehr als nur ein gutes Gehalt und tolle Projekte. Ja, schön, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ich konnte euch einen spannenden Einblick in den Beruf des Schreiners und des Tischlers geben. Ja. Beziehungsweise auch meine Schwester, für die Inneneinrichterin. Und ich denke auch, ihr habt tolle Message hier mitbekommen. Könnt gerne auch euren Mitschülern davon erzählen, ja? Weil es gibt halt nicht jeden, der die Möglichkeit hatte, wie ihr jetzt heute, der so tief einblicken kann in dieser kurzen Zeit. Ja? Ich wünsche euch alles Gute. Gleichfalls. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in Zukunft. Ja? Macht's gut. Tschüss. 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 Gut, und was bleibt uns noch zu sagen? Vielleicht das, was wir am häufigsten auf unseren Besuchen gehört haben. Denkst du, im Praktikum ist wichtig, dass man mal die Erfahrung macht, wenn man sich hier bewerben will? Ja, auf jeden Fall. Also man sollte mehrere Praktikas machen, allein damit du weißt, was du möchtest, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und somit hast du halt, wenn du dich nicht dumm anstellst und dich auch gut benimmst, die Chance, in ein Unternehmen einzusteigen für eine Ausbildungsstelle. Ja. Na, besser hätten wir es wohl auch nicht sagen können. Und wer würde bei einem Praktikum sicher gerne weiterhelfen? Na, mindestens mal die 4 Firmen, die wir in den vergangenen Sendungen vorgestellt haben.